Ja, ich esse eben noch die letzten zwei Bissen von meinem Pizzastück hier. Drei Viertel der Pizza sind schon weg. Ich bin ein schneller Esser. Ich habe mir auch neuen Tee gemacht. Damit habe ich dann schon knapp, wenn ich den weg habe, 3 Liter getrunken heute. Huhu. Und schön an alle, die jetzt während der Pause neu dazugekommen sind. Freut mich, freut mich. So, beim letzten Mal haben wir erfahren, dass dieser Sauvignon tatsächlich hier wächst, und zwar in einem geheimen Garten hinter dem Bahnhof. Und der Bahnhofsvorsteher weiß Bescheid. Also müssen wir den jetzt irgendwie mit Gewalt dazu zwingen, uns da reinzulassen. Alternativ auch mit einer weniger komplizierten Arbeit. Kurumi und ich waren. Sie hat ihn mit ihren femininen Künsten abgelenkt und ich habe ihn von hinten eins über den Schädel gezogen. Mit einem Xbox-Controller. Die sind super dafür, weil die so schwer sind. Hallo, entschuldigen Sie bitte, aber ich bräuchte noch einmal Ihre Hilfe. Sehen Sie denn nicht, dass ich zu tun habe? Nein. Das habe ich aber. Viel zu tun. Aber nun gut. Ich denke, ich kann Ihnen kurz zuhören. Kurz nochmal dazu, das mit den femininen Künsten stammt übrigens aus Graf Dacula. Da versuchen sie aus einem Gefängnis auszubrechen. Er sagt zu Emma, du verwirrst den Wärter mit deinen femininen Künsten. Und sie so, ich habe mein Buch Tipps und Tricks beim Kochen und Backen dabei. Meinst du, das gefällt ihm? Naja. Das ist nicht ganz das, was ich gemeint habe, aber es wird wohl hinhauen. Sie haben mir etwas vorgemacht. Sie wussten, dass es Wald-Sauvignon-Sträucher im Garten des Bahnhofs gibt. Also keineswegs. Ich habe Ihre Sauvignons noch nie gesehen. Jetzt hören Sie aber mal auf. Ich weiß alles. Ihre kleine Schmuggelgeschichte mit den Rektoren, das in eine Weinkälterei verwandelte Labor von Professor Pons. Also wirklich. Schmuggelgeschichten, da gehen Sie aber ein wenig zu weit, mein Fräulein. Eine kleine Ernte für den persönlichen Verbrauch, mehr nicht. Sie sollten sich schämen. Haben Sie auch nur einen Moment an den Ruf dieser ehrenwerten Universität gedacht? Man müsste Sie anzeigen. Aber ich bitte Sie, wir haben doch niemandem etwas getan. Das ist doch kein Verbrechen. Öffnen Sie mir die Tür zum Garten, wenn ich bitten darf. Aber ja, sofort, mein Fräulein. Na also, geht doch. So, jetzt können Sie den Garten in aller Ruhe besichtigen. Was ich noch sagen wollte, ich bin kein Lügner. Die ganze Sache musste geheim gehalten werden, verstehen Sie? Der Ruf der Universität, meine Vorgesetzten. Man kann nicht immer so, wie man möchte. Ich verstehe. Kein Grund zur Beunruhigung. Nein, nein. Ich danke Ihnen, mein Fräulein. Wie der geht. Und was hat er mit seinem Auge gemacht? Du liebe Zeit. Oh, der Pizzakarton hat meinen Tisch angewärmt. Kein gutes Wetter. Hier ist übrigens fantastisches Wetter. Eigentlich sollte man bei so einem Wetter ja draußen sein, aber seid nicht albern. Aha, Wild Sauvignon. Oder Wald Sauvignon? Egal. Das brauche ich im Moment nicht.
Okay, dahin geht sie, dann geht sie dahin. Und da geht sie auch dahin, ja. Ja, ob man jetzt nach rechts oder links klickt, ist egal. Kate geht immer in die gleiche Richtung. Okay. Und ich hoffe, wir können jetzt mit diesem Saint-Mignon diese Vögel von der Leiter weglocken. Wobei, wenn wir die Dänen da einfach nur hinschmeißen, wird das wohl nicht viel bringen, oder? Ah, sie tut die automatisch woanders hin. Na gut. Feine Vögel, ja ganz fein. Wie niedlich die laufen, wie so Automaten. Der mechanische Adler. Cool. Das ist echt unerreichbar. Bitte? Warum zum Teufel ist das unerreichbar? Du kannst dich ja wohl mal ein Stückchen strecken, du dumme Nuss. Oder auf diese scheiß Schwanzfedern klettern. Nein, nein, Madame braucht wahrscheinlich, keine Ahnung, eine Zange. Wie bescheuert ist das denn jetzt? Also wirklich. Okay. Wo finden wir denn die Zange? Ich habe keine gesehen. In den Zug. Ja, okay, da finde ich jetzt. Halt, Moment, wir können, können wir auch in die Lok? Können wir? Nein, können wir nicht. Okay. An dieser Stelle übrigens nochmal der Hinweis, dass wir das Ganze hier natürlich nicht zu Jux und Dollerei machen, sondern dass es um den Game Blast 2016 geht, wo Geld gesammelt wird, um körperlich behinderten Menschen zu helfen, wieder Videospiele spielen zu können. Weitere Informationen sowie die Spendenseite findet ihr auf gameblast.nyasu.de. Wir haben schon über 250 Pfund zusammen. Das ist sehr, sehr geil und ich freue mich, wenn noch ein bisschen was dazukommt. Es gibt auch kleine Belohnungen für alle, die was spenden. Zum Beispiel exklusive Postkarten von mir. Das seht ihr dann auch alles auf der Seite. Und oh, Kate hat ihren Koffer im Zug, was keinen Sinn ergibt, aber schön. Ja, okay. Es bringt und, nichts, sich damit zu beschäftigen. Ja, na gut, dann bringt es das halt nicht. Und ja, bla. Geht auf die Seite. Gameblast.jasu.de. So. Okay, hier ist nichts. Alles.
Alles in Ordnung, Oscar? Ja, Kate Walker. Ich warte auf Ihre Anweisungen. Wollen Sie mir wirklich nicht helfen, ein Mittel zu finden, um diesen Zug aufzuziehen? Wenn ich... Das hatten wir schon. Ich muss schnell los, Oscar. Bis nachher. Wir können im Zug aber nichts mitnehmen, außer dieser Mammutpuppe. Wobei, möchte der Typ die vielleicht sehen? Können wir die jetzt wieder mitnehmen? Vorher ging das ja immer nicht. Ah, jetzt geht's. Das finde ich halt so ein bisschen blöd, dass manche Objekte sie ewig und 3 Tage nicht mitnehmen lassen, dann geht's auf einmal. Naja. Ich bevorzuge Spiele, wo man direkt alles mitnehmen kann, obwohl man noch gar nicht weiß, wofür und dann 50.000 Teile im Inventar hat. So macht das viel mehr Spaß. Und auf die falsche Seite gegangen. Mist. So, ich muss mal eben die Teebeutel rausholen. Fräulein, Fräulein, entschuldigen Sie. Was denn jetzt noch? Ja? Ich möchte mich für unser kleines Missverständnis entschuldigen und Ihnen diese Flasche Wein schenken. Barockstadt Sauvignon, ein ausgezeichneter Jahrgang. Sie werden sehen. Wie nett von Ihnen. Vielen Dank. Also dann, viel Glück für Ihre Reise, verehrtes Fräulein. Danke. So. Jetzt haben wir eine Flasche Wein. Ich glaube, die brauchen wir in der nächsten Stadt. Wenn das so weitergeht, schaffen wir heute nur 2 Spiele. Das Problem ist, wenn man so Spielzeit hört von, oh, ich habe nur 6 Stunden gebraucht, das sind dann halt diejenigen, die Dialoge alles skippen und so. Und das würde ich, wenn ich selber spielen würde, wahrscheinlich auch, weil ich schneller lesen kann, als die Figuren reden. Aber ich spiele ja nicht für mich, sondern für euch. Und deswegen überspringe ich das natürlich nicht. Es ist nicht illegal, ein Messer mit sich rumzuführen. Zum Beispiel ein Obstmesser, um Äpfelchen zu schneiden. Oder ein Taschenmesser, genau. Man kann auch jemanden mit einem Löffel umbringen, wenn man es drauf anlegt. Ja, genau, ein Messer, um Männer umzubringen, sag ich doch. Das kann ich auch mit einem Obstmesser oder einem Löffel. Ah, nee, Moment, der ist doch hier hinten, nicht links. Links waren die flackernden Männer. Die alle 3 gleich aussehen übrigens. Hier. Entschuldigen Sie, Professor. Professor, darf ich Sie noch einmal stören? Professor, ich habe Ihnen etwas mitgebracht, das Sie interessieren dürfte. Hier. Worum handelt es? Die Mammutpuppe. Die Puppe von Hans, nicht wahr? Natürlich, das ist sie. Wo haben Sie die gefunden? Ein Wunder. Oh mein Gott, endlich darf ich sie in den Händen halten. Es gibt sie also wirklich. Entschuldigen Sie, aber ich bin überwältigt. Sehen Sie, Ihr Hans und mein Vorarlberg-Erbe sind ein und dieselbe Person. Unglaublich, nach all diesen Jahren. Oh, wie kann ich Ihnen je danken? Ich muss jetzt schnell ins Labor. Ich werde Sie genauestens untersuchen. Gestatten Sie, dass ich mir Ihren kleinen Schatz kurz ausleihe? Das heißt, eigentlich
Keine Angst, ich werde äußerst vorsichtig sein. Aber ich brauche die Puppe. Ich muss unbedingt heute Nachmittag eine Vorlesung zu diesem Objekt improvisieren. Übrigens, wenn Sie sich für die Geschichte von Hans interessieren, scheint es mir unumgänglich, dass Sie sich mit Mammuts, Jukols und ihren mysteriösen Reitern vertraut machen. Meinen Sie? Unbedingt. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer und ich rufe Sie an, wenn meine Vorlesung beginnt. Ich gebe Ihnen Ihre Puppe sofort danach zurück. Versprochen. Dafür also der Hörsaal. So, jetzt sind wir im Labor. Mal gucken, was es hier gibt. Außer Wein. Oh, ein weiterer Zylinder. Vielleicht sind die Studenten gerade alle im Wohnheim. So, was habe ich da jetzt mitgenommen außer der Zange? Yangala-Cola-Pulver. Oh, dieses Ding, was gute Augen macht. Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? Ja, eigentlich muss er da nicht nochmal alles ich bereden, hoffe, ich habe Sie nicht weil, zu sehr gestört. Wie bitte? Aber nein, ganz und gar nicht, liebes Kind. Können wir bestimmt nicht mitnehmen. Das brauche ich im Moment nicht. Ja, sag ich doch. Also zurück. Was ist denn da noch? Wo soll denn da noch was sein? Brauche ich das jetzt sofort? Ist nix. Hier war auch nichts. Ich bin mit der Maus über alles drüber gefahren. Nix. Nur Deko. Hier ist nix. Hier ist nix. Ah, okay. Oder ist das gleiche wie hier? Nee. Nee, ehrlich nicht. Hier ist nix. Die habe ich doch schon. Ich habe nur Reagenzglas gelesen, habe mich auch gefragt, wofür wir das wohl brauchen. Deswegen habe ich ja noch gesagt, dass jetzt können wir das endlich beim Adler machen.
den ganzen Scheißweg wieder zurück. Ein Königreich für eine Karte. Aber nicht geil. Sorry. Wenn doch, will ich es nicht wissen. Ew. Oh, zum Glück sind die Vögel immer noch weg. Ich wollte gerade sagen, wie ich mein Glück kenne, muss ich jetzt nochmal Beeren holen. Respekt muss man sich verdienen. Einfach nur alt werden ist kein Verdienst. So, und wieder zurück. So, jetzt hoffe ich, wir kriegen mit diesem dusseligen Ei den Musikpavillon repariert, damit wir endlich von Barockstadt verschwinden können. Nee, hier geht es irgendwie nicht weiter. Denn diese Stadt fängt schon an, ein bisschen anstrengend zu werden. Eigentlich ist sie es schon. Wir könnten mal eben wieder speichern. Wenn man schon so alt ist, kann man sich das auch nicht vornehmen. So, Daumen drücken. Das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus.
Tada! Also zurück zu den Rektoren. Ach, Kate, geh doch mal schneller. Dass es hier drin so leise ist und man den Musikpavillon gar nicht hört. Schon seltsam. Jetzt flackert's wieder. Sorry. Meine Herren, ich bitte Sie, diese erneute Störung zu entschuldigen, aber ich habe ein kleines Problem. Ein kleines Problem? Ein kleines Biber? Und auch die... Meine Herren, es ist mir gelungen, Ihren Pavillon zu reparieren. Der Pavillon funktioniert wieder. Das ist höchst wunderbar. Wir sind Ihnen wirklich zu großem Dank verpflichtet. Ja, wirklich. Ihr Aufenthalt wird uns in guter Erinnerung bleiben. Glauben Sie uns. Doch jetzt wollen wir auch unseren Teil der Vereinbarung erfüllen. Wie viel benötigen Sie, junge Frau? $100, wenn das nicht zu viel verlangt ist. Das erscheint uns korrekt, junge Frau. Damit sind Sie jetzt in der Lage, die Reise mit Ihrem Zug fortzusetzen. Und wann gedenken Sie abzufahren? Ja, der Zug muss jetzt schnellstens unseren Bahnhof verlassen. Ach, ist gebongt. Reden, dabei ist bereits Teestunde. Wir sind's. Ich danke. Mein, so ein Musikpavillon ist sehr, sehr schön, aber wenn die immer das gleiche Lied in Endlosschleife spielen, ist das ja auf Dauer auch so ein bisschen ätzend, oder? Zu weit. Wir müssen ja noch warten, bis der Herr Professor uns anruft. Gleich sind übrigens schon 7 Stunden rum. Ich dachte eigentlich, wir wären so um 14 Uhr durch, aber irgendwie nicht. Das Problem ist, ich habe mich von Zeitangaben blenden lassen, die andere Leute gemacht haben. So mit Guide braucht man für das Spiel 5 Stunden, ohne Guide 7 bis 10, aber so kurz ist es dann ja doch nicht. Schon gar nicht, wenn man alle Dialoge mitnimmt. Wo waren denn nochmal diese Seeleute? Hier nicht. Entschuldigung, Entschuldigung. Jetzt ist hier so ein grauer Streifen. Ich hoffe, der geht gleich weg. Nee, hier kamen wir dahin, wo der Dingens vorher stand, oder? Ja, hier sind die nicht.
Wo waren die denn? Weiß das noch jemand? Das könnte gut sein hier. Aber nee, ich glaube, hier geht's zur Mauer. Ja. Hier sind wir falsch. Dann müssen wir vielleicht nochmal zu der, also über die Brücke gehen, die zur Universität führt und dann danach. Kate, was machst du da? Geh da gefälligst endlich durch. Mein Gott, stell dich nicht so an. Dadurch, dass ständig die Kameraperspektive wechselt, ist es auch so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wo man herkommt, wo man hin will. Hier könnte aber gut sein, dass die da sind. Ja, hier ist auch die Schleuse. Aber hier sind wir dann schon wieder an der Universität. Wo zum Teufel sind die? Ah, hier. Hier sind sie. Es war auf jeden Fall eine Treppe runter, das weiß ich noch. Jawohl, ja. Hier, bitte, Ihr Geld. Ich hab's genau nachgezählt. Danke. Also Dollars finden doch nicht schwer, du echte Geschäftsfrau. Ich bin nicht die Einzige. Wir zufrieden mit dir Geschäft machen. Du, jetzt Schleusen aufmachen, wird dir sonst nicht helfen. Warum ist es Ihnen eigentlich nicht gelungen, sie aufzumachen? Das kann doch nicht kompliziert sein. Vor was denken du, die kleine Madame? Wir probieren mal alles non comprendo, en allora kaputte, en andere Bordell. Zerzwar moi. En boom telefonieren kaputt. Mein Mann sagen, sehr kompliziert, wir nicht verstehen Anleitung. Mein Mann sehr ärgerlich, großes Wut. Jetzt, Telefon kaputt. Das ist aber wirklich zu dumm. Und was gedenken Sie jetzt zu tun? Wir warten, bis Repariermann kommen. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich werde sehen, ob ich das System nicht auch so wieder in Gang kriege. Du Schlüssel nehmen, Schiffer. Immer Schlüssel brauchen für Schleusen. Ja, und wo kriegen wir den Schlüssel her? Oh, okay. Hat sich erledigt. Okay, danke. Kurumi, weghören. Ich
Scheibenschlüssel. Hallo? Kate, mein Mädchen. Oh, Mama. Wie geht es dir? Ich habe gerade gestern erst wieder an dich gedacht, als ich diesen herrlichen Pelzmantel sah. Siehst du dich auch warm an? Bei euch da drüben weiß man ja nie, was man anziehen soll. Mama, das ist nett von dir, aber mach dir keine Sorgen. Alles in Ordnung. Meine Reise verläuft problemlos. Fast jedenfalls. Und wann kommst du zurück? Frank brennt schon darauf, dich kennenzulernen. Frank? Ach ja, dein Opernsänger. Und wie läuft's zwischen euch? Rate mal, womit er mich gestern überrascht hat. Weiß ich nicht. Frank hat mich zu dem großen Wohltätigkeitsabend eingeladen, der von, habe ich vergessen, organisiert wurde. Man hat ihn natürlich gebeten, auf seinem Repertoire zu singen. Und am Ende, stell dir vor, hat er mich auf die Bühne geholt. Deine Mutter, vor Tausenden von Zuschauern. Wirklich? Oh, das hätte ich auch gern gesehen. Warst du nicht zu ergriffen? Schrecklich ergriffen. Hätte ich das geahnt, wäre ich vorher noch zum Friseur gegangen und hätte mich entsprechend angezogen. Aber Frank hat mir versprochen, dass er das nächste Mal daran denken wird. Er ist so charmant. Das möchte ich nicht bezweifeln. Ich wäre so glücklich, wenn du das nächste Mal dabei sein könntest. Wann ist das noch gleich? Zu dumm, ich hab's vergessen. Ach ja, das Alter. Denk immer daran, Kate. Die Jahre holen uns schneller ein, als uns lieb ist. Ich denk dran, Mama. Ich habe mich sehr über deinen Anruf gefreut. Hast du nicht? Du auch, mein Kätchen. Diese Anweisungen verstehe ich nicht. Die Sprache ist mir fremd. Diese Anweisungen verstehe ich nicht. Die Sprache ist mir fremd. Na toll. Diese Anweisungen verstehe ich nicht. Die Sprache ist mir fremd. Schlimm, ich muss daran auch immer denken, wenn ich irgendwo sehe in Fernsehserien, wenn die irgendeine Nummer haben, die mit 555 anfängt, und das tun die immer, dann muss ich auch immer genau daran denken. Limoneneis ist auch sowas. Und eins hoch. Diese Anweisungen verstehe ich nicht. Die Sprache ist mir fremd. Ja, 4 und 1 wäre das, was wir vorhin gedrückt haben, aber... Ich denke, wir brauchen irgendeine Möglichkeit, das zu übersetzen. Ich würde sagen, wir gehen mal eben zur Lok zurück und hören uns das gesprochene Wort auf dem Zylinder an. Ich habe mit das angefangen, aber irgendwie... Das Sprachnotiz, das Zylinder, das passte irgendwie nicht. Deswegen musste ich mir irgendwie überlegen, wie ich den Satz fortführe. Zum Zug ist es ja nicht weit. Vielleicht erhalten wir darauf einen Hinweis.
Ja, hat sie, aber den haben wir schon getestet. Der hat nicht funktioniert. Hans, ich habe eine traurige Nachricht. Vater ist tot. Er ist letzten Sonntag friedlich im Schlaf gestorben. Ich fühle mich jetzt sehr einsam. Auch wenn Vater, seit du weg bist, nur noch ein Schatten seiner selbst war, so war mir seine Gegenwart doch ein Trost. Dass er mich brauchte, das stützte mich. Das Haus, die Fabrik, die Angestellten, die Kundschaft. Um all das kümmerte ich mich an seiner Stelle. Heute weiß ich nicht mehr, für wen und für was ich noch kämpfen soll. Es sind schwere Zeiten und der schreckliche Krieg bringt alles aus dem Lot. Das Interesse an den Automaten hat nachgelassen. Aber die Hoffnung auf deine baldige Rückkehr, kleiner Bruder, gebe ich nicht auf. Und dann wirst du eine Fabrik vorfinden, die deines Genies würdig ist. Hab dich wohl, mein über alles geliebter Bruder, Anna. Das habe ich aber wohl. Ich habe 4-1 Sternchen, 4-2 Sternchen versucht und es hat nicht geklappt. Dass man am Anfang die Raute drücken muss, ist ja total bescheuert. Jetzt mal ganz ehrlich, woher soll man denn wissen, dass dieses Rautendingens, was für typische Telefondinger wichtig ist, auch an diesem Gerät vonnöten ist? Also ehrlich, das ist sowas, worauf man ohne Guide schlicht und ergreifend nicht kommt. Weil ich gehe davon aus, diese Raute bedeutet, bestätigen Sie, dass Ihr Telefon funktioniert. Also ich kenne das von früher, dass wenn man 1, 2, 3 am Telefon gedrückt hat, er die Nummern gewählt hat, so als wollte man jemanden anrufen und es nicht als Auswahl funktioniert hat. Also wenn das nicht geklappt hat, musste man einmal die Raute-Taste drücken, um das Telefon in diesen Modus zu bringen. Und deswegen ging ich davon aus, dass das genau dafür da ist. Natürlich nicht, dass diese Maschine das auch braucht, weil das eine rein telefontypische Geschichte ist. Muss ich jetzt ernsthaft zu diesen Leuten zurück? Ja, muss ich anscheinend. Nee, das war auch wirklich bei normalen Telefonen so. Das klappte dann einfach nicht. Dann war das für das Telefon so, als wollte man einfach noch ein paar Ziffern mehr wählen. Und dann kamen die beim Gegenüber nicht als Bestätigung an. Oder wenn man zum Beispiel Hugo spielen wollte oder sowas, dann musste man das auch manchmal machen bei bestimmten Geräten. So, würdet ihr jetzt endlich diesen verfickten Zug bis zur Mauer ziehen? Bitte! Schreck mich gerade auf. Heyo! Schiff! Heyo! Grüß Gott, schönes Fräulein! Mein Mann sagen, guten Tag, junge Frau! Das hat er nicht gesagt. Alles klar, ich weiß jetzt, wie die Schleuse funktioniert. Fahren Sie Ihren Lastkahn hinein. Ich kümmere mich um die Bedienung der Schleuse. Gott verdumm, das ist ein echter Ladis. Alors toi, range alle Dinge und obligados, de Dame. Ach, sehr schön, unser Rot again. Was sagt Ihr Mann? Du dich beeilen! Wir eilig wollen weiterfahren! Na gut, wir treffen uns dann auf der anderen Seite, bei der Lokomotive, ja? Wie es so voll offensichtlich war, dass er uns ganz viele Komplimente gemacht hat und die Frau die einfach nicht übersetzt hat.
Nein, ich auch nicht. Bei euch sieht Kate so schlank aus. Bei mir ist sie wegen Breitbild voll in die, naja, Breite gegangen. Nein, man kann es nicht im Fenstermodus spielen, deswegen kann ich es nur in Vollbild machen und da macht mein Bildschirm natürlich das, was er möchte. Aber ist nicht schlimm. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Ach so, mal eben speichern. Nein, verzerrt ist es dann trotzdem. Ja, was denn? Madison hatte ein sehr gebärfreudiges Becken. Theo! Ja? Das muss sehr angenehm sein, so auf einem Fluss zu reisen. Oh, schlechte Boot. Und I forget das Grund. For me, Loco Loco ist fantastisch. Eine kleine Rot mit Üsetuke. Ich sie viere. Wie bitte? Mein Mann sagen, Schiff viel lieben, Zug hassen. Zu viel Krach. Wenn du gerne in Dose reisen, dann auch drin bleiben. Nun denn? Und wie machen wir das jetzt, die Lokomotive zu ziehen? Fräulein, Adash, Loco, Coco, Conquete. Was sagt ihr Mann? Du, Kette am Zug festmachen, dann Zug mit Schiff bewegen. Hoppla, und es. Wo ist denn die Kette jetzt? Ach da. Ah halt, da braucht man bestimmt den Haken für. Und natürlich perfekt geparkt. Aus welchem Teil? Kate Walker? Hallo? Fräulein Walker, Professor Pons am Apparat. Ich werde gleich meine Vorlesung beginnen. Beeilen Sie sich. Dann ist Final Fantasy älter als dieser Zug. Der ist von 2002. Sehr schön. Wir erwarten Sie im großen Hörsaal. Bis gleich. Ach, fick dich, Spiel. Jetzt bin ich schon so weit. Jetzt darf ich diese Kacke nochmal zurück. Aber klar, ich muss ja das scheiß Mammut mitnehmen.
So, fick dich, Kacke, Scheiße, habe ich jetzt alles gesagt, schön. In einem Absatz abgehandelt. Und Kurumi hat das Tor verpasst, dessen Verzierung aussah wie Hoden. Dass die nichts isst. Aber wenn sie einen Schrittzähler dabei hat, bricht sie wahrscheinlich alle Rekorde. Ah, da sind sie ja, Fräulein Walker. Gut, gut. Nehmen Sie bitte schnell Platz. Ich möchte beginnen. Liebe Studenten, ein völlig neues und vor wenigen Stunden noch unvorstellbares Element hat es mir nun endlich ermöglicht, meine Vorlesung über das geheimnisvolle Volk der Jukols abzuschließen. Licht bitte. Die Jukols sind ein kaum erforschtes Volk des hohen Nordens. Sie leben in einer weit abgelegenen, eisigen Region im nördlichen Sibirien. Die geografische Entfernung und die extrem klimatischen Bedingungen sind sicherlich der Grund dafür, dass sich die Forschung bisher nur wenig mit den Jukols befasst hat. Die wenigen Dias, die Sie gleich sehen werden, sind in der Tat die einzigen Dokumente, über die wir verfügen. Die Skizzen und Fotos wurden vor rund 100 Jahren von einem russischen Forscher realisiert, dem wir heute einen Großteil dessen verdanken, was wir über das Volk der Jukols und dessen Kultur wissen. Wir wissen, dass die Ursprünge der Jukols in die letzte Eiszeit zurückreichen. Interessanterweise gibt es auch in Westeuropa Spuren ihrer Kultur, genauer gesagt in vorgeschichtlichen Höhlen tief im Herzen der Alpen. Daraus kann geschlossen werden, dass dieses Volk im Laufe der Jahrhunderte eine lange Wanderung in den extremen Norden unseres Planeten unternommen hat. Der Grund hierfür liegt auf der Hand. Die Jukol-Kultur beruhte ausschließlich auf den Mammuts. Das waren Reit- und Lasttiere und sie lieferten gleichzeitig Fleisch, Haut, Fett und Elfenbein. Es handelt sich hier um eine perfekte Symbiose zwischen Mensch und Tier. Als die Mammuts aufgrund der klimatischen Veränderungen in andere Gefilde auswandern mussten, sind die Jukols ihnen also bis in den hohen Norden Sibiriens gefolgt. Bestimmte Höhlenmalereien, die als Jukol-Malereien identifiziert wurden, ließen bereits die Hypothese zu, dass es den Jukols gelungen war, die Mammuts zu zähmen. Sie sind in der Tat unserer Kenntnis nach das einzige vorgeschichtliche Volk, das Darstellungen eines auf einem Mammut reitenden Mannes hinterlassen hat. Heute wird meine Hypothese durch diese Puppe aus echtem Mammutleder, die ich nach eingehender Untersuchung in die Jungsteinzeit datieren konnte, bestätigt. Den Vorfahren der Jukols war es tatsächlich gelungen, die Mammuts zu zähmen. Denn der vorgeschichtliche Mensch stellt nur das dar, was er aus eigenem Erleben kennt. Davon zeugt auch dieses kleine, vertraute, ja, alltägliche Objekt, ein Spielzeug der Jukol-Kinder.
Entschuldigung. Das Leben der Jukols war also eng mit dem des Mammuts verbunden. Aus dem Fell wurden nicht nur die Kleider, sondern auch die Dächer und Mauern der Häuser hergestellt. Die Stoßzähne bildeten die Struktur der Behausungen und dienten der Herstellung von Waffen, Werkzeugen und Schmuck. Erstaunlich ist, dass sich mit dem Aussterben der Mammuts vor 12.000 Jahren die Lebensweise der Jukols nicht sofort geändert hat. Es scheint, als habe sich die enge Bindung zu den Mammuts noch über die Jahrtausende hinweg fortgesetzt. So erstaunlich dies auch sein mag, die Jukols haben sich bis zum Anfang dieses Jahrhunderts weiterhin von Mammutfleisch ernährt, Kleidung und Zelte aus dem Fell von Mammuts angefertigt und zahlreiche künstlerische Objekte aus Mammut-Elfenbein geschnitzt. Wir könnten also davon ausgehen, dass die Jukols es über Jahrhunderte hinweg verstanden haben, die große Anzahl toter Mammuts, die in einem perfekt erhaltenen Zustand im gefrorenen Boden Sibiriens ruhten, als Ressourcen zu nutzen und so ihre traditionelle Lebensweise fortzusetzen. Es sieht so aus, als hätten die Jukols über fast 3000 Jahre hinweg von dieser riesigen Speisekammer gelebt. Obwohl dies plausibel erscheint, so herrscht zugegebenermaßen unter den Wissenschaftlern über diese Erklärung keinesfalls Einigkeit. Wir sind nach wie vor auf Mutmaßungen angewiesen. In Ermangelung wissenschaftlicher Erkenntnisse müssen wir uns zum augenblicklichen Zeitpunkt mit den versponnenen Geschichten zufrieden geben, die von den Jukol-Schamanen überliefert werden. Die Universität, die zu vertreten ich die Ehre habe, misst all diesen Mythen und Legenden selbstverständlich keinerlei Wahrheitsgehalt bei. Die Geschichten müssen als das gesehen werden, was sie sind. Märchen, die lange sibirische Nächte verkürzen sollen. Die Legende von der Elfenbeinarche Siberias ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür. Sie können sie in dem kleinen Heftchen nachlesen, das ich unter Ihnen verteilen lasse. Laut dieser Legende existieren zum heutigen Zeitpunkt auf einer Insel irgendwo im Norden Sibiriens lebende Mammuts. Eine Art Überbleibsel aus der Eiszeit. Eine kleine Population, die dank der Jukols die letzten 12 Jahrtausende auf wundersame Weise überlebt hätten. Die Insel, auf der die Mammuts leben sollen, wird in der Legende Siberia genannt. Ich möchte all denen, die versucht sind, dieser absurden Geschichte Glauben zu schenken, nur eins sagen. Die Insel Siberia ist auf keiner Karte verzeichnet und die Existenz lebender Mammuts im 21. Jahrhundert entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Die Jukols gehörten leider zu den ersten Opfern der intensiven Kolonialisierung Sibiriens durch die Russen im 20. Jahrhundert. Das System der Kolchosen und Sowjosen sowie das Prinzip der Ausbeutung, Menschenverachtung und Erniedrigung führten zur definitiven Umwälzung der traditionellen Lebensweise der Jukols. Seit dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes steht die Jukol-Bevölkerung vor den gleichen, mit der politischen Desorganisation einhergehenden Problemen wie alle anderen Bevölkerungsgruppen Sibiriens. Das hat zwei Konsequenzen. Manche Jukols haben sich definitiv ihrem Schicksal ergeben, ihren Traditionen vollständig entsagt und sind mit der russischen Bevölkerung verschmolzen. Andere wiederum setzen alles daran, ihre jahrtausendealte Kultur, die sie unter dem kommunistischen Regime hatten aufgeben müssen, wieder aufleben zu lassen. Die letzten echten Jukols sind in die weiten Territorien ihrer Vorväter zurückgekehrt. Niemand weiß, wo genau sie leben und wovon. Ihre Existenz selbst könnte angezweifelt werden, wenn sie nicht hier und da an den entlegensten Fellhandelsplätzen der Tundra auftauchen würden, um ein paar Mammutstoßzähne gegen bestimmte lebensnotwendige Produkte einzutauschen. Hier endet meine heutige Vorlesung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Fräulein Walker, Sie können Ihre Mammutpuppe in meinem Labor abholen. Sie finden dort außerdem eine Kopie meiner Vorlesung, falls Sie diese benötigen. Herrje, war das lang. Aber immerhin schont das meine Stimmbänder. Ich will nur mal eben gucken, ob der mit seiner Puppe hier unten ist. Natürlich nicht, wir müssen ins Labor.
gehen wir auch sofort hin und dann machen wir einen Schnitt. Weil schon wieder eine Stunde rum ist. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. In knapp einer halben Stunde sind 8 Stunden rum. Dann haben wir schon ein Drittel des Tages geschafft. Unglaublich. Okay, wir können jetzt hier mit dem reden, aber wir machen jetzt Pause bis 5:30, also 14.35 Uhr und dann können wir hoffentlich Barockstadt endlich verlassen. Bis gleich.